Wolfgang, ich freue mich, dass du heute hier bist, in Werl-Hildegg, weil wir dir auch Ecken zeigen wollen, die in Werl nicht ganz so schön sind. Hier ist die verkehrliche Situation nicht in Ordnung. Man sieht, dass hier seit Jahren und Jahrzehnten der Verkehr zwischen den Autobahnen immer über das Örtchen Hildegg geht und man kann sich kaum unterhalten und wir sind zu einer normalen Zeit hier. Hier warten wir seit Jahren darum, dass eine Ortsumgehung passieren soll und immer wieder haben wir Schwierigkeiten. Was kann man denn machen, weil wir den Bürgern fast nicht mehr entgegentreten können und immer wieder, du sagst es eben, seit 30 Jahren versuchen, diese Dinge hier im Griff zu kriegen. Was können wir den Bürgern sagen? Wo kann man an welcher Stelle Druck machen? Wo kann man ein Verfahren beschleunigen, damit wir hier weiterkommen? Also wenn wir jetzt auf Verfahrensbeschleunigungsgesetze machen, auf den Verbund, ja. Da muss man im laufenden Planungsverfahren schauen, ob man das nicht abkürzen kann. Das geht aber nun alles so weit, als draußen immer geht. Sondern das ist dort und die nicht zu sehen, was man mit dem Prozess machen kann. Ich sage ja im Moment auch, alles wegen von Corona, dass man Zeit gekommen ist, weil die Leute ja auch in den Homeoffice lagen. Und viele Zeiten war, dass er draufgegangen ist, dass jeder dann ganz mal hinterher. Und die zweite Frage, die jetzt nicht draufsteht, gibt es, wenn der Prozess abgeschlossen ist, Klageverfahren. Wenn es Klageverfahren gibt, dann muss man vor Gericht davor gehen. Eben mit Klageverfahren müssen wir immer rechnen in solchen Prozessen. Aber es ist natürlich wichtig für uns, dass auch von der Bundesebene auf die Landesebene in den kommunalen Bereich hier Druck ausgeübt wird, dass wir weiterkommen, dass wir diesen Prozess weiter anstoßen. Für alle halben Jahre warten wir nicht hier und da. Und ich glaube, ich sehe den Verlust von Kapital. Man sieht es ja mal. Zustand, der nicht gut ist. Wolfgang, ich danke dir. Ja, wir bleiben am Ball. Vielen Dank für deinen Einsatz.